Herzlich willkommen zu Games and Home News Time Nummer 26. Ja, ich würde gerne sagen, 26 Wochen ist es her, dass wir mit der News Time angefangen haben, aber es ist schon ein bisschen länger, aber auf geht's. Los geht's mit GTA 5. Ja, GTA 5, das zieht sich so langsam wieder in die Gerüchte und sagen wir mal Rampenlichtszene. Die heutige News dreht sich darum, dass es Beta-Seiten gibt, die allerdings nicht sehr koscher sind. Die Beta-Seiten sind nämlich gefaked und werden wohl euch an euren Kontaktdaten und hast du nicht gesehen abziehen. Und so Seiten wie, Moment, lass mich nicht lügen, wie Get GTA 5 Beater Code oder Grand Theft Auto 5beater.com. Sowas sollten sich Leute nicht lieber nicht ansehen und nicht registrieren. Rockstar Games ist schon dabei, diese Seiten sperren zu lassen und haben nochmal offiziell eine Art Warnung gegeben, dass man sich von diesen Seiten fernhalten sollte. Ein weiteres Open World Game wird bald erscheinen, nämlich mit Saints Row the Fourth oder einfach nur Saints Row 4. Ich weiß es nicht. Saints Row begibt sich langsam aber sicher in die Sci-Fi-Region. Ich mag Saints Row nicht. Tut mir leid, könnt mir ausbuchen, was ihr wollt. Leute mit einem riesen Dildo zu verprügeln macht einigen Leuten Spaß. Ich finde die Idee auch lustig, aber so hat mich das Spiel auch nicht wirklich angesprochen. Aber der vierte Teil sieht vielversprechend aus. Allein schon mit diesem Sci-Fi-Setting. Die verarschen bestimmt auch Tron, wie man an diesen Lightbikes gesehen hat. Ich warte mal ab. Hier oben seht ihr den ersten Trailer. Am 23. August diesen Jahres soll es für alle gängigen Konsolen kommen. Abgesehen von der Wii U, die das wohl heute bestätigt, dass es keine Wii U-Version geben wird. Der Grund dazu ist nicht genannt worden. Aber es wird halt keine Wii U-Version geben. Finde ich schade für die Wii U-User, aber was soll man machen? 23. August, Saints Row-Fans. Aufgepasst. Vor circa einem Jahr hat sich ein Kickstarter-Projekt durchgerungen mit dem Namen Death's Date. Und um Death's Date handelt es sich um ein Zombie-Spiel. Ja, schon wieder ein Zombie-Spiel, aber es ist kein Resident Evil, Left 4 Dead oder sonstiger. Es handelt sich hierbei um ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ich kann den Link in die Infobox posten für Leute, die es angucken wollen. Die Entwickler haben ein 10-minütiges... ist das so hell? Die Entwickler haben ein 10-minütiges Gameplay-Video hochgeladen und was man davon hält, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit einem anderen Setting als sonst. Es sieht interessant aus, für ein Kickstarter-Projekt haben die schon gute Arbeit geleistet. Dieses Jahr wird Castlevania Lords of Shadows 2 erscheinen, aber eine andere News beglückt einige PC-Spieler, denn die PC-Plattform wird jetzt auch noch unterstützt von dem Castlevania Lords of Shadows Teil 1. Laut einem Datenbankeneintrag bei Steam soll das Spiel auch bald rauskommen. Wann genau ist noch unsicher, aber der erste Teil soll auf dem PC erscheinen. Von Seiten Konami gibt es noch keine aktuelle bzw. offizielle Statement zu der Portierung von Castlevania 1. Die Politik von Square Enix muss man nicht verstehen, braucht man nicht verstehen und soll man nicht verstehen. Zu einem planen sie ein Final Fantasy 11 Remake für die PS4, obwohl Final Fantasy 14, das Remake wohl bemerkt, immer noch nicht auf der PS3 erschienen ist. Entweder brauchen sie Geld oder sind verzweifelt. Der nächste Verzweiflungspunkt ist und bleibt Final Fantasy vs. 13. Es ist fast in jeder News drin, aber diesmal wurde, wie schon letztens angekündigt, da ja Final Fantasy 15 und 16 längst in der Planung sind, sind einige Entwickler bestimmt so dreist faul gewesen und ändern einfach den Namen von Final Fantasy vs. 13 in Final Fantasy 15 um. Solange das Spiel rauskommt und gut wird, ist mir das sowas von egal. Aber bis das mal rauskommt, da habe ich bestimmt schon so einen Bart. Die Fangemeinde von Sniper Elite darf sich freuen. Die Konsolenversionen sind nun auch in Deutschland vorhanden von Sniper Elite V2. Und auch Sniper Elite V3 soll auch schon längst in der Mache sein. Ebenfalls wurde auch eine Wii U-Version von Sniper Elite 2 angekündigt. Wann genau diese Version rauskommt, ist noch unbekannt. Bleiben Sie dran. Die Macher des im April erscheinenden Star Trek Games haben durchsickern lassen, dass sie bereits an einem Next-Gen-Star Trek-Spiel arbeiten. Wenn man jetzt schon sieht, was die auf der PS3 ja verbracht haben mit dieser Mass Effect, also was aussieht wie ein Mass Effect 1 Mod, wo man ein Raumschiff noch steuern kann zusätzlich, freue ich mich so wirklich nicht. Also
ich weiß nicht. Also das Spiel habe ich schon leicht enttäuscht von den Trailern her, auch vom Gameplay. Ich werde es mir aus der Videothek ausleihen. Aber sehr viel erhoffen tue ich mich nicht als großer Star Trek-Fan. Aber Trekkies dürfen sich eventuell noch auf eine verbesserte Umsetzung auf der Next-Gen-Konsolengeneration freuen. Neben dem bereits gecancelten Star Wars 1313, was nebenbei jetzt nicht wirklich gecancelt worden ist, aber auch nicht weiter produziert wird. Das ist eine Art Production Hell. Aber davon abgesehen ist ein weiteres Spiel gecancelt worden im Star Wars-Universum mit dem Titel First Assault. Ich habe davon noch nicht mal die Ankündigung gehört, aber es ist scheinbar gecancelt worden. Es handelt sich bestimmt hierbei um eine Art, Nebenprodukt, Resteverwendung, Abfallerzeugnis, Nebenwirkungen von dem bereits ebenfalls gecancelten Battlefront 3. Ich war ein großer Fan von Battlefront und Battlefront 2, habe mich gefreut, dass ein dritter Teil in der Mache wäre. War sehr traurig, dass keine Durchsetzung bzw. Fortsetzung mehr auf den aktuellen oder auf den nächsten Generationen der Konsolen erscheinen wird. Auf der Games Developer Conference oder auch GDC 2013 werden einige Spiele vorgestellt. Unter anderem kommt endlich mal ein vernünftiges Statement zu The Phantom Pain. Ist es nur Metal Gear Solid 5? Ist es Metal Gear Solid 6? Ist es Metal Gear Solid Ground Zeroes mit einem anderen Arbeitstitel? Man weiß es nicht. Alle Leute rund um das Projekt, was von Moby Dick Games entwickelt wird, aber alle Leute davon stark ausgehen, dass es Hideo Kojima selbst ist, der die Trailer postet, aber halt unter einem Pseudonym. Er hat offiziell bestätigt, dass er nicht dabei sein soll, beziehungsweise daran beteiligt sei, angeblich. Aber was man glauben mag, muss man halt am 25. beziehungsweise 26. März auf der GDC halt abwarten. Wie gesagt, The Phantom Pain wird dort enthüllt. Andere Sachen, was noch enthüllt werden, sind Battlefield 4. Es kommt ein erster Teaser und die offizielle Vorstellung kommt für Battlefield 4 am 26.03.2013. Wir halten euch auf den Laufenden. Für das postapokalyptische Action-Adventure The Last of Us hat Naughty Dog bereits bestätigt, dass die Spielzeit sich ungefähr um 12 Stunden betragen sollte. Je nachdem, wie man spielt, kommt es auf etwas länger hinaus. Da Naughty Dog wieder ein Spiel sein wird, laut Entwickler, das man auf mehreren Wegen bestreiten kann, schwankt diese 12 Stunden Spielzeit bis ungefähr 16, 18 Stunden. Aber der Dennis wird sich's zulegen und einfach mal dem seinen Test oder Bericht abwarten oder auch seinen Walkthrough. Ich weiß nicht, was der damit vorhat, aber man darf gespannt sein. Zombie-Fans, nochmals aufgepasst. Für Leute, die Resident Evil und Left 4 Dead mögen, werden eventuell mit einem Bonbon belohnt. Capcom hat gedacht, sie mischen die Franchises. Resident Evil 6 Charaktere werden in Left 4 Dead 2 eingespeist oder auch andersrum. Wie genau das aussehen wird, ist noch fraglich. Es gibt keinen offiziellen Trailer dazu, es gibt nur ein Interview. Und in dem wird einfach gesagt, dass sie sich freuen, halt, dass man zwei Zombie-Spiele führend in diesem Genre halt zusammenführen könnte. Das einzige Manko ist, allein PC-Spiele kommen in den Genuss, denn es gibt keine Left 4 Dead-Version für die PS3, aber es gibt eine für die Xbox, aber die werden wohl scheinbar außen vor gelassen. Zudem wird dieses Upgrade-Patch je nachdem für beide Spiele kostenlos sein und man muss keinen weiteren Pfennig da reinpacken, um das genießen zu können. Für die Leute, die sich bis August nicht mehr gedulden können, habe ich ein Bonbon für euch, denn Splinter Cell-Fans dürfen sich an einem unter 10 Minuten Kurzfilm namens Splinter Cell Live Action Film erfreuen. Der Film ist im Splinter Cell Conviction Style Universum Genre bla gehalten worden und für einen Live-Action-Film aus eigener Mache, aus eigener Tasche, finde ich das super gemacht. Vor allem, dass es sich wirklich halt aussieht wie ein Splinter Cell 5 Mod im Real Life. Der Link ist unten in der Infobox. Könnt ihr euch angucken. Ich finde ihn super. Mir hat's gefallen, was die Leute da gemacht haben. Und mit ein bisschen Erfindungsgeist und auch Geduld kann man alles auf die Beine stellen. Wii U-Fans oder auch Besitzer in Japan haben eine leichte Krise gehabt. Ein interner Fehler im Systemcode der Wii U selber hat dazu geführt, dass die Konsole sich nicht mehr mit dem Internet verbinden konnte. Und da ja Konsolen heutzutage wie PCs ständig am Internet hängen, ist das ein leichtes Manko, wenn die Spiele einen Online-Zwang haben, aber man nicht ins Internet kommt und man nicht zocken kann. Aber die Wii U bekommt von Nintendo einen Patch so schnell wie möglich gesichert, zugestellt
was auch immer. Und die japanischen Fans müssen bald nicht mehr leiden. God of War Ascension. Ja, Dennis hat's durchgezockt, angezockt. Je nachdem, Review kommt bald. Aber auch schon nach dem Release ist dieses Spiel nicht in den News untergegangen, sondern hat noch einige Schlagzeilen rausgehauen. Wie zum Beispiel, das Spiel sei an einigen Stellen zu schwer und deswegen hat Santa Monica ein Patch nachgeliefert, das einige Stellen für einige Spieler erleichtern wird. Ein Beweisvideo ist aufgetaucht, dass die deutsche Version von God of War Ascension nicht ganz uncut ist. Es gibt eine Szene, in dem Kratos jemanden den Kopf zertritt. Oder zerquetscht mit dem Fuß. Und die Kameraeinstellung ist in der deutschen Version leicht verändert geworden. Man sieht, dass Kratos auf den Kopf zugeht, den Fuß auf den Kopf wohl hat, aber demnach springt die Kamera kurz nach oben. Und das sorgt jetzt in einigen Foren halt für Aufruhr, für Betrugsverdacht. Ich weiß nicht, was der Dennis dazu sagt. Ich habe jetzt nur dieses eine Video gesehen, und aber die Foren laufen warm mit Vermutungen, dass man beschissen worden ist. Demo-Fans können sich auch darauf freuen, wenn sie sich für God of War Ascension entscheiden, werden sie mit 8 Demos belohnt. Unter anderem mit The Last of Us, was man erst gegen Ende nächsten Monats freischalten kann, aber man trotzdem schon besitzt. Little Big Planet Karting ist dabei, unter anderem Sly Thieves of Time und sonstiger Kram. 8 Demos, God of War Ascension. Metal Gear Rising Revengeance ist schon seit einiger Zeit draußen. Ich mache ja gerade einen durchgezockt. Ich lade es im Moment noch hochfleißig. Für April sind aber 2 DLCs geplant worden. Nämlich, man wird als Jetstream Sam und als Blade Wolf einen spielbaren Charaktertausch wohl erfahren dürfen. Das Character Pack soll gut 2-4 Stunden Gameplay beinhalten. Wann es genau rauskommt, ist noch unbekannt. Aber der Release-Zeitraum ist quasi im April gesetzt worden. Ein kurzes Update. $7 wird es kosten. Also denken wir zwischen 7 und 8 Euro in Deutschland. Das war's auch schon für heute. Wir haben eine 2-wöchige Pause gehabt. Es gab vielleicht Unstimmigkeiten, aber wir sind wieder frisch da. Wir haben geduscht, wir haben uns die Zähne geputzt. Games at Home News sind... Ich glaube, da gibt es nicht so viel wirklich zu sagen. Doch, ich habe jetzt mir das Virgil's Downfall DLC Package besorgt. Es war ja für Vorbesteller von Devil May Cry kostenlos. Ich habe es für euch beim ersten Durchzocken direkt aufgenommen. Es wird bald hochgeladen. Ich sage hier nochmal eine Spoilerwarnung. Das Spiel knüpft direkt an das Ende an von Teil 1. Und deswegen wird es eventuell für einige Leute nicht so toll, die sich das Spiel noch besorgen wollten und sich direkt dann im Vorspann zu Virgil's Downfall das komplette Ende zu Devil May Cry wohl sehen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Deswegen eine fette Spoilerwarnung hier nochmal von mir. Es wird bald erscheinen. Bleibt dran, stay tuned. Des Weiteren sind Dennis und Steven immer noch fleißig an ihrem Dead Island Co-op Multiplayer Special Serie durchgezockt dran. Aber von mir, von meiner Seite aus, gibt es jetzt nichts Neues zu Games at Home. Wenn was Neues ansteht, springt der Dennis sofort vor euch vor die Kamera. An dieser Stelle danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugesehen habt, wie ich sehr schnell rede. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr an diesen sonnigen Tagen vor dem PC hockt und mir zuhört, was für einen Kram ich laber. An dieser Stelle vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, guten Appetit, schönen guten Abend, gute Nacht, schöne Träume und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.